Hallo liebe GamesCH-Leser, euch und allen anderen Gamern da draußen ein herzliches Willkommen zu unserem Testvideo zu Octopath Traveler 2. Es ist nicht der Regelfall, dass wir den Test zu einem Spiel bereits eine Woche vor dem Release veröffentlichen dürfen. Doch Publisher Square Enix scheint von der Rollenspielfortsetzung seines Hits von 2018 ziemlich überzeugt zu sein. Ob zu Recht oder vielleicht auch nicht, das verraten wir euch im Folgenden. In Octopath Traveler 2 übernehmt ihr die Rollen von nicht einem, drei oder fünf Helden, sondern wie schon im Vorgänger von gleich 8 an der Zahl. Die Hintergründe von Krieger Hikari, Kleriker Temenos oder Apothekerin Kasti sind natürlich höchst unterschiedlich, beginnen und führen euch zu verschiedenen Orten in der auf mehrere Kontinente aufgeteilten Welt, stehen jedoch alle miteinander in Verbindung. Das ist, ganz oberflächlich betrachtet, im Vorgänger schon sehr ähnlich gewesen. Story, Schauplatz und Charaktere sind hier aber natürlich komplett neu. Auch abseits des Heldenoktetts gibt es einige weitere Gemeinsamkeiten mit dem Vorgänger. Das gilt für die schicke Pixel-Grafik, die auch dank der vielen liebevoll animierten Details für Atmosphäre nicht nur unter Retro-Fans sorgt, oder den einmal mehr fantastischen Soundtrack, bei dem auch einige aus Teil 1 bekannte Stücke in neuen Versionen wieder auftauchen. Gerade aber auch spielerisch existiert eine Reihe von Parallelen, bei denen die Entwickler aber dennoch für einigen frischen Wind sorgen. Wer Teil 1 kennt, der wird sich in den Kämpfen von Octopath Traveler 2 jedenfalls sehr schnell zurechtfinden. Im Kern handelt es sich um klassische rundenbasierte Gefechte, in denen eure Kampfkraft von der erreichten Charakterstufe, der angelegten Ausrüstung, aber auch von den erlernten magischen und nicht magischen Spezialfähigkeiten abhängt, die ihr in mehr oder weniger beliebiger Reihenfolge freischaltet. Welche das sind, hängt von der vorgegebenen Klasse, im Spiel Laufbahn genannt, ab, wobei ihr deutlich früher als in Teil 1 zusätzlich eine zweite freischalten könnt. Von der Laufbahn hängt auch ab, welche Nahkampfwaffen ihr überhaupt anlegen könnt, beim Krieger beispielsweise Schwert und Speer, andere können nur eine Gattung nutzen, etwa Dolche im Fall von Tänzerin Aknea. Welche Schadensformen ihr erzeugen könnt, ist bei sämtlichen Gegnern gleich doppelt wichtig. Denn jeder eurer Widersacher hat eigene Schwächen, etwa gegen Schwert- und Bogenangriffe sowie Feuermagie. Nur mit diesen Schadensformen könnt ihr die aus Teil 1 bekannte Brechermechanik zu eurem Vorteil nutzen, womit ihr den Gegner für eine Runde ausnockt und dadurch auch für fremde Schadensformen empfänglich macht. Im Zusammenspiel damit sind auch die ebenfalls aus dem Vorgänger bekannten Boosterpunkte wichtig. Damit könnt ihr eure Angriffe verstärken bzw. vor allem mit den Nahkampfwaffen und Bögen eine einzelne Aktion bis zu 4-mal direkt nacheinander ausführen, also zum Beispiel Gegner mit einem Widerstandswert von 2-4 dennoch mit einer einzelnen Aktion brechen. Da ihr eine Runde mit nur einem Boosterpunkt beginnt, aber bis zu 6 mit den Rundenaktionen ohne Boostereinsatz ansammeln könnt, ist die Mechanik entsprechend ein besonders zentrales taktisches Element der Kämpfe. Komplett neu ist die latente Kraft, die für jeden Helden individuell ist. Hikari kann mit seiner spezielle, besonders mächtige magische Schwerthiebe austeilen. Händler Patizio wiederum kann seine Boosterleiste komplett aufladen, während Kasti Heilmittel im Kampf mischen kann, ohne dabei Zutaten im Inventar zu verbrauchen. Natürlich muss zum Einsatz der latenten Kraft, die ihr in den meisten Fällen übrigens auch boostern könnt, eine spezielle Energieleiste aufgeladen werden. Das passiert automatisch im Kampf. Die Aufladung könnt ihr euch dann für ein späteres Gefecht aber auch aufsparen, sie geht am Ende eines Kampfes also nicht verloren. Die latenten Kräfte bedeuten keine Serienrevolution, aber es ist die wichtigste von mehreren Neuerungen, die in diesem Fall die Kämpfe um eine zusätzliche, taktisch nutzbare Komponente bereichern. Detailverbesserungen gibt es indes einige mehr. Die bereits erwähnte Möglichkeit, schon recht früh im Spiel eine weitere Laufbahn für die Helden einzuschlagen, ist eine. Aber auch die Spielbalance wirkt ausgeglichener, was in Anbetracht der recht großzügigen Freiheiten, in denen ihr eure Begleiter in der Welt einsammelt, definitiv bemerkenswert. Apropos Freiheit, gut finden wir auch, dass wir auf Wunsch die Heldenprologe, also die separaten Auftaktkapitel der Hauptfiguren, nicht sofort spielen müssen, außer natürlich beim zu Beginn gewählten Anführer unseres Trupps. Ihr könnt die Charaktere also ohne echte Nachteile auch direkt in eure Gruppe oder gleich in eure aktive Party aufnehmen, ihren Prolog aber natürlich auch später noch nachholen. Octopath Traveler 2 tritt erfolgreich die Nachfolge eines der besten klassischen JRPGs der letzten Jahre an. Revolutionäre Neuerungen bleiben zwar aus, Entwickler Acquire verfeinert aber zahlreiche Aspekte und führt etwa mit den latenten Kräften sinnvolle Neuerungen ein, die dem Spielerlebnis insgesamt, dem Charaktersystem oder den Kämpfen mehr Tiefe geben oder sie auf sonstige Art bereichern. Wer den Vorgänger mochte, der kann sowieso getrost zuschlagen. Wer noch unsicher ist, kann über die recht umfangreiche Demo vorab selbst reinschnuppern.
So oder so erwartet euch mit Octopath Traveler 2 ein richtig gutes JRPG und eine Fortsetzung, die den gelungenen Vorgänger nochmals leicht übertrifft. Weitere Details zum Spiel sowie unseren Testbericht nebst Wertung findet ihr wie immer auf Games.ch.